Ja, der Hintergrund für die ganze Geschichte hier ist auch ein Blog, den ich mit Christian Hell, der Typ mit Bart und der Kamera, der die ganze Zeit fotografiert, und meiner Freundin zusammen mache. Der heißt Chateau Ultra. Und geht es im weitesten Sinne um Design, Mode, Kunst, Musik. Und viele Labels, die wir hier haben, Funtime, ja, Trinitas, Real Design Addicted aus Hamburg, sind auch Geschichten, die wir halt auf dem Blog halt featuren, ja, und auf die wir einfach geschrieben haben, weil wir sie gut fanden, ohne dass wir sie irgendwo hier auch angeboten kriegen. Also mein Name ist Tobias Kremers, ich bin 35, arbeite als Grafiker hauptberuflich und arbeite natürlich halt lieber an eigenen Projekten als an Projekten, die mir vorgegeben werden, wo man sich selber halt austoben kann. Und gerade einen Kleiderladen zu machen, war schon immer mit einem Magazin und einer Bar, ja, so einer meiner Haupt Träume, Vision. Wirklich so, also wir wollten das letztes Jahr im November, wollte ich das mit meiner Freundin machen, mit der Roxy, und da war es zu kurzfristig, und jetzt hatten wir halt hier die Location an der Hand und haben uns relativ schnell halt dann dazu entschieden, das dann halt wirklich auch mal zu machen, nicht nur drüber zu reden. Ja. Du findest in Mode, im Modebereich findest du von Auswahl der Stoffe bis zum Motiv, bis zum der Art der Vermarktung, wie heißt das Label, wie wird es dargestellt, findest du in super viel verschiedenen Bereichen eine verschiedene Art von Kreativität. Okay. Ja. Mein Must-Have für den Winter? Ja. Gute Frage. Ich brauche auf jeden Fall eine neue Jacke. Ja, und das wird wahrscheinlich eine Bomberjacke mal wieder werden. Ja, wir haben jetzt auch ein paar hier von zwei verschiedenen Labels und sind ganz gut im Kommen, aber ich habe gerade, weil ich meinem Bruder die gezeigt habe, ein schlechtes Gewissen, habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen, weil er hat mir meine erste Bomberjacke damals geschenkt, da war ich 13 und die habe ich nach einem Tag im Bus verloren. Wir laufen insgesamt von heute bis zum 31. Dezember und täglich von 11 bis 8 Uhr.